Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen konnten. Ich bin gespannt, wie ich Ihnen helfen kann. Bedienen Sie sich. Danke. Wie geht's dem Baby? Oh, Sie. Daniel hat das Baby erwähnt. Ein Mädchen. Richtig. Wunderbar. Wunderbar. Und Ihre Frau? Sie ist glücklich. Also wir beide sind es. Perfekt. Also, Robert, Sie wundern sich sicher, weswegen wir hier sind. Warum ruft die größte Fluggesellschaft des Landes einen Wissenschaftler aus Oxford wie Sie an? Nun, unsere Geschäftsleitung sagt voraus, dass in 30 Jahren tausende Flugzeuge am Himmel sein werden. Menschen werden um die ganze Welt reisen. Was uns natürlich sehr glücklich macht, weil es eine Menge Geld zu verdienen gibt. Ja. Aber es gibt wachsende Bedenken. Fragen. Fragen, genau. Dazu, was für einen Effekt all diese Flugbewegungen haben werden. Mit ihren Emissionen in der Atmosphäre. Ja. Die Menschen fangen an, sich Sorgen zu machen. Gedanken. Die Menschen fangen an, sich Gedanken zu machen. Was die Verbrennung von all diesem Treibstoff für Auswirkungen hat auf die Welt. Die Umwelt. Die Umwelt. Also haben wir uns gedacht, holen wir uns einen Spezialisten ins Boot, der eine Studie durchführen kann. Schauen Sie in Ihre Kristallkugel und sagen Sie uns, was Sie herausfinden. Was sagen Sie dazu? Ist das möglich? Nun, ja. Wir müssen quasi ein Modell der Erde entwerfen, wie es das in dieser Größenordnung bislang noch nicht gegeben hat. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber Sie erwarten sich doch bestimmt positive Ergebnisse. Ach nein, Robert, Sie machen Ihre Forschung und sagen uns, was Sie herausfinden. Wir werden uns in keiner Weise einmischen. Keine Einmischung? Keine. Gut. Und das ist erst die erste Phase. Wenn sich das Projekt vielversprechend entwickelt, sind wir befugt, weitere Arbeiten in Auftrag zu geben. Über die nächsten 10 Jahre. Wirklich? Allerdings, Ihre Resultate werden nicht nur für uns interessant sein, denke ich. Die Autoindustrie, Ölfirmen, die alle wären sehr interessiert an vielversprechenden Resultaten. Was genau meinen Sie mit vielversprechend? Nun ja, Resultate, die hilfreich sind. Aussagekräftig. Richtig. Aussagekräftig. Ja, wir können mit Sicherheit klare Antworten finden, aber ich denke, dass diese Ihnen in keinster Weise... Das wäre die Vergütung. Oh. Okay. Nun, damit ließe sich gewiss ein Anfang machen. Nein, Robert, das ist nicht das Budget. Das Projekt wird ein eigenes Budget haben. Das ist Ihre Vergütung. Das ist für Sie zum Behalten. Und bedenken Sie, es besteht die Option auf noch einiges mehr. Ich denke, gerade für jemanden wie Sie, in Ihrer Position, Akademiker, junge Familie, das könnte da einen Unterschied machen. Ich schlage vor, Sie behalten das und schlafen noch einmal drüber.